Hallo, ich bin Ellen Kessler von Reiten im Dialog. Wenn du dieses Video gefunden hast, dann hast du wahrscheinlich ein Jungpferd, mit dem du die Longierarbeit beginnen möchtest. Oder du hast ein älteres Pferd, mit dem du Schwierigkeiten hast, das im Longieren auf Abstand zu dir zu bekommen. Und ich weiß selbst, wie mühsam das so sein kann und dass das ganz schön frustrierend auch sein kann, wenn das nicht gelingt und man das Pferd einfach nicht von sich wegbekommt, und möchte in diesem Video eine Lösung teilen mit dir. Also ich verrate dir, welche Schritte ich nutze, wie ich anfange, das zu erarbeiten und was für Möglichkeiten du einfach hast, deinem Pferd zu erklären, dass es bitte von dir weggehen soll. Ja, und dazu nehme ich dich jetzt mit in die Praxis zu meiner Stute Giaffmild. So, hier siehst du jetzt erstmal nicht Giaffmild, sondern Aedes. Um dein Pferd auf Abstand zu dir zu bekommen, hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst deinen gestreckten Arm als Abstandhalter nutzen, dein Pferd durch Berührungen von dir wegschicken, die Gerte als Abstandshalter nutzen und sie zwischen dir und deinem Pferd verwenden und damit zum Beispiel die Schulter oder den Hals touchieren, mit der Longe Wellen gegen den Pferdehals und gegen die Pferdeschulter werfen. Und du kannst deine eigene Körpersprache nutzen, indem du dich tendenziell eher auf dein Pferd zubewegst, eine gute Grundspannung in deinem eigenen Körper aufbaust und allgemein so etwas ausstrahlst wie "Geh von mir weg". Zusätzlich beeinflusst die Drehung deiner Schultern, wohin dein Pferd sich bewegt. Diese 6 Punkte helfen dir also, dein Pferd auf Abstand zu dir zu bekommen, und wir gucken uns jetzt gleich einmal an, wie das in der Praxis aussieht. Hier siehst du jetzt meine Stute Giaffmild. Ich nutze im Antreten direkt den ausgestreckten Arm, damit sie von mir weggeht. Du siehst das gleich nochmal. Ich nutze den ausgestreckten Arm als Abstandshalter, gehe tendenziell eher auf sie zu und sie bewegt sich von mir weg. Im nächsten Clip geht es jetzt darum, wie du durch Berührung dein Pferd auf Abstand zu dir bekommst. Du kannst dein Pferd mit der Longenhand an der Ganasche, am Hals oder an der Schulter berühren und sozusagen wie von dir wegschubsen. Der Arm ist wieder der Abstandshalter und dieses Schubsen von dir weg, dieses energischere Antippen, Anticken am Pferdekörper signalisiert deinem Pferd, dass es sich von dir weg bewegen soll. Damit bekommst du auf jeden Fall eine Armlänge, eine gute Armlänge Abstand, und sobald dann die Gerte zwischen dich und dein Pferd passt, übernimmt sie diese Funktion und schickt dein Pferd von dir weg. Ich dirigiere also den Kopf von mir weg, bevor dann die Gerte übernimmt und für Abstand sorgt. Und mit diesen Berührungen kannst du dich am Pferdekörper langsam nach hinten arbeiten. Also du schickst erst den Kopf von dir weg, dann die Schulter, kommst immer weiter nach hinten und hast so dein Pferd vor der treibenden Hilfe und bekommst die Gerte zwischen dich und deinen Vierbeiner. Zu Anfang ist es auf jeden Fall einfacher, wenn du erstmal eine Gerte verwendest und erst wenn das klappt, dann auf eine Longierpeitsche oder auf eine Fahrpeitsche umsteigst. Und mit der Gerte kannst du dann, wenn notwendig, auch wirklich energische Hilfen geben. Du kannst die Gerte kräftig hoch und runter bewegen, du kannst das Schulterblatt von deinem Pferd touchieren, du kannst versuchen, ein Geräusch mit der Gerte zu machen, also so ein zischendes Geräusch. Was entsteht, wenn du die Gerte durch die Luft ziehst? Manchmal kann es auch helfen, die Gerte mehr so von schräg oben zu halten, damit du flächig das Schulterblatt touchieren kannst. Probier einfach aus, was dir in der Situation am besten hilft. Und vergesse nicht, dein Pferd zu loben. Im nächsten Clip geht es jetzt darum, wie du mit der Longe Wellen gegen den Hals wirfst, gegen die Schulter, und dein Pferd so von dir weggeht. Also ich trete an, habe erst meinen Arm und die Hand genutzt und dann nutze ich die Wellen mit der Longe. Hier siehst du das nochmal. Ich laufe mit dem Arm als Abstandshalter los, nutze die Berührung am Hals und dann werfe ich Wellen mit der Longe. Und du kannst wirklich gezielt versuchen, mit diesen Wellen dein Pferd zu treffen, den Hals und die Schulter, bevor dann auch hier die Gerte wieder übernimmt. Übe das Wellenwerfen ruhig auch erstmal ganz gezielt ohne Pferd, indem du dir die Longe einfach erstmal irgendwo befestigst. So, im nächsten Clip geht es jetzt um die letzten 2 Punkte, die dir noch helfen, und zwar um die richtige Körpersprache und die Drehung deiner Schultern.
Wichtig ist, dass du beim Losgehen einatmest, dich aufrichtest, dein Brustbein anhebst, den Bauchnabel ein bisschen anziehst und einfach eine gute Grundspannung in deinem Rumpf aufbaust. Heb dein Kinn an und gucke in Richtung Pferdekopf und bewege dich insgesamt eher auf dein Pferd zu, damit es von dir wegtritt. Und was du noch nutzen kannst, ist die Drehung deiner Schulter. Dazu drehst du die Longenhandschulter auf dein Pferd zu. Stell dir vor, dass du deinen Vierbeiner mit dieser Schulter von dir wegschieben möchtest. Durch diese Schulterdrehung versperrst du deinem Pferd den Weg nach innen, machst sozusagen die Richtung in den Zirkel rein oder zu dir hin für dein Pferd zu und unterstützt die Tendenz, dass dein Vierbeiner sich von dir wegbewegt. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass du viel lobst. Ich zeige dir das hier jetzt einmal mit Aedes. Ich lasse sie antreten. Merke hier schon, dass sie mir zu viel in den Zirkel reinfällt, nutze meine Gerte und hier drehe ich die Schulter, um sie rauszuschicken. Da hat sie dann ihren Weg gefunden und dann habe ich mich auch wieder zurückgedreht. Ich zeige dir den Clip nochmal. Antreten, sie kommt in den Zirkel rein. Ich nutze die Gerte, auch so schräg von oben am Schulterblatt, drehe mich um. Die Gerte hilft als Unterstützung und sagt raus und dann drehe ich mich wieder zurück. Und in dem Moment, wo ich meine Schulter nach vorne drehe, laufe ich auch wirklich ein paar Schritte rückwärts. Hier siehst du das. Ich laufe rückwärts. Du siehst, wie Aedes nach außen guckt. Ich unterstütze mit der Gerte an der Schulter, damit sie wirklich von mir weggeht, bevor ich meine Füße wieder nach vorne drehe. Der Unterschied zum Anhalten besteht darin, dass ich nicht das Stimmkommando gebe zum Anhalten. Auch die Gerte kommt nicht nach vorne vor den Pferdekopf und meine Position ist auch nicht ganz so weit vorne. Also ich drehe mich wirklich nur sozusagen vor die Schulter des Pferdes und nicht insgesamt vor den Pferdekopf. Und was du natürlich gut nutzen kannst, sind Hilfsmittel wie Hütchen oder Gaitnergassen oder Stangen oder andere optische Elemente, an denen dein Pferd sich orientieren kann. Ja, ich wünsche mir wie immer, dass dir das Video was gebracht hat und dass du gute Ideen hast, wie du das jetzt in der Praxis umsetzen kannst. Ich wünsche dir mega viel Erfolg dabei. Das Longieren ist ja echt so ein Meilenstein in der Bodenarbeit. Das ist so eine wichtige Bodenarbeitsposition und du kannst so viel Gutes für dich und also für dein Pferd tun. Du kannst es richtig ordentlich trainieren, du kannst es gymnastizieren und einfach euer Training richtig gut abwechslungsreich gestalten, wenn das Longieren denn gelingt. Insofern weiß ich, wie wichtig das ist und drücke dir mega doll die Daumen, dass du das einfach gut entwickeln kannst mit deinem Pferd. Ansonsten verlinke ich dir den Blogbeitrag zu diesem Thema unter dem Video. Hinterlass mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video geholfen hat. Schreibe gerne einen Kommentar, wenn du Fragen hast oder irgendwas anderes mir sagen möchtest. Ich lese die und ich beantworte die auch. Ansonsten abonniere meinen Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst. Auf meiner Homepage kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und ja, wenn du mehr über mich und meine Arbeit als Reitlehrerin wissen möchtest, dann besuche meine Homepage unter www.reitenimdialog.de und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.